Freude und Leid liegen hier oft dicht beieinander. Für die einen Kiez-Kultkneipe mit Spaßfaktor, für die anderen deprimierende Endstation alkoholkranker Menschen. Der Chef bringt es so auf den Punkt. Wofür stehen wir? Wir stehen dafür, dass hier einfach per se erstmal jeder willkommen ist, ne? Mein Urgroßvater hat damals schon gesagt, ob jung, ob arm, ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, in unserer Kneipe sind wir alle gleich und das versuchen wir bis heute so durchzuziehen. Das alljährlich stattfindende Sommerfest fällt in diesem Jahr etwas üppiger aus. Von der Belegschaft gibt's eine schöne Torte für die Chefs. Den Geburtstagsgästen werden Würstchen vom Grill und Getränke zum Sonderpreis von 1 Euro pro Trink gereicht. Zu späterer Stunde wird sich auch der Schankraum wieder füllen. Am Wochenende teilen sich Partyvolk und Stammgäste die Kneipe am Hamburger Berg. Man denkt immer, goldener Handschuh und soll ich da reingehen? Nee, da ist von A bis Z ist alles drin. Ob Architekten, Rechtsanwälte, Polizisten, privat. Man hat hier einen Heidenspaß und ja. Der berühmt-berüchtigste Stammgast war einst Fritz Honka. Hier lernte er seine späteren Opfer kennen. Die Fotos von Enno Kaufhold aus den 70er und 80er Jahren zeigen die deprimierenden Seiten des goldenen Handschuhs. Mittlerweile blickt der Wirt optimistisch in die Zukunft. Es ist durch den zunehmenden Bekanntheitsgrad immer mehr auch neue Leute dazugekommen. Ne? Wir sind jetzt schon ziemlich lange da, aber jetzt kommen auch glücklicherweise immer wieder neue junge Leute dazu. Partyvolk hier vom Hamburger Berg, Touristen. Das mischt sich ganz gut und das harmoniert ganz schön. Da freuen wir uns drüber. Gegen Mittag nimmt die Sommerfest-Geburtstagsparty an Fahrt auf. Und wer die Kneipe kennt, weiß, dass sich das Ganze noch steigern wird. Der Abend und die Nacht sind noch lang und Feierabend wird hier eh nie gemacht.